Leute, voll cool. Ich bin gerade auf dem Weg nach Amberg. Da ist ein Bushcrafter und YouTuber treffen. Und ich war da noch nie und bin richtig gespannt, was mir da erwartet. Ich weiß schon von einigen YouTuber Bekannten, die auch da sind. Es freut mich richtig, die mal kennenzulernen, sich ein bisschen auszutauschen und schauen, was ich noch so alles erlebe. Es sollte mal recht lustig sein, was ich bis jetzt so gehört habe. Da freue ich mich jetzt richtig drauf. Wenn ihr wissen wollt, was wir alles erleben, bleibt einfach dran. Das Bushcraft-Treffen fand in Amberg in einer Ranch statt, einer Cowboy- und Indianer-Ranch. Echt cool gemacht. Und dort hat man dann schön Platz und in der Mitte hat man dann auch diese schöne Feuerstelle, die überdacht war. Und da haben wir uns eigentlich die meiste Zeit aufgehalten. So, beim Lachen zu mir, alle. Voll für den Arsch. Ich hatte mir zum Essen ein englisches Ehepaar mitgenommen, das ich von Daniel gekriegt habe, mal zum Testen und wollte auch gleichzeitig meinen neuen Hobo-Kocher ausprobieren. Und den habe ich quasi mit meiner selbstgemachten Brennpaste betrieben. Jetzt schon. Oder was, ich glaube nicht. Reparatur jetzt bestellen. Ja, jetzt bist du on air. Wenn der Schwefel nach irgendwas möchte, ist dann rein. Bitte. Und alles was bei euch? Yeah! Alles load of boat! So werden YouTube-Videos draht. Morgen Leute, es ist der nächste Morgen, es hat die ganze Nacht geregnet, es war nicht vorhergesagt, ich wollte eigentlich schon gar kein Tab aufbauen, jetzt habe ich das gerade so halbwegs aufgebaut und das merkt man jetzt auch, weil natürlich, wenn man so ein Tab nicht richtig aufbaut und es sind so Falten drin, dann bleibt da das Wasser drin und das tropft irgendwann zumindest ganz leicht mal durch, naja. Aber ich habe einen Schlafsack, der wasserabweisend ist, meine Elite 2. Und deswegen ist das gar kein großer Stress. Kennt ihr das? Am Morgen, es ist so schön kuschelig warm im Schlafsack und draußen ist arschkalt. Tja, aber es hilft nichts, ich muss aufstehen. Oder? Schaut echt so aus, als wärt ihr ja noch nicht einmal ins Bett gegangen. Wann war auch nicht? 10 Uhr für 2 Personen. So geht's auch. Plus Würstel, oder? Die Würstel gehören noch dazu. Schön Ast gesucht hier und sie fertig gesägt und die Äste weg. Und dann tue ich das schön hoch. Auf geht's zum Shoppen. So, auf geht's zum Shoppen beim Ranger Check. Cool, schauen wir mal, ob er was hat für uns.
Traum jedes Outdoors. So, liebe Leute, ich bin hier auf dem Bushcraft-Treffen. Bei mir ist der Bernd, das ist der Veranstalter des Ganzen von unserer Facebook-Gruppe, die heißt wie? Wann und Outdoor Bushcraft. Genau, ich konnte es mir immer nicht merken, die Reihenfolge. Der Bernd hat einen Kanal, der heißt wie? Wann und Outdoor Bushcraft. Welch ein Zufall. Und wie bist du zufrieden in dem Jahr bis jetzt? Sehr schön. Ich finde es gemütlich, die kleine Gruppe und so. Lauter coole Menschen, alles top, tipptopp. Ja, vor allen Dingen, weil die Leute einfach dasselbe Hobby haben. Man kann sich da austauschen und es passt einfach super. Wir waren ja schon shoppen miteinander. Shoppen waren wir auch, genau. Ist mal cool, wenn Männer zum Shoppen gehen und jedem macht Spaß. Ja, echt. Der Bernd hat auch einen super coolen Kanal, den kann ich euch nur empfehlen. Habe ich ja schon gesagt, der heißt Wandern Outdoor Buschkraft. Das werde ich mir nie merken können. Aber ich habe ihn abonniert, dann geht es viel einfacher. Schaut mal rein, der macht immer coole Touren. Manchmal bricht er sich dabei fast den Fuß, aber okay, er gibt ihm alles für seine Videos. Naja, ganz so viel Action ist auch nicht, aber einmal geht schon im Jahr. Cool. Ja, passt. Danke dir. Sehr schön. Und Mittagsfütterung. Oh nein, wir sitzen nicht seit gestern Abend genau so da. So, wir probieren mal die neue Pfanne von Highlander aus. Aber bis jetzt scheint die echt gut zu funktionieren. Für die ist das vielleicht sehr cool mit den Grippen. Schauen wir mal. Als Aktion bauten wir einen Wildnisstuhl. Da keiner von uns das bislang je gemacht hat, war das eine sehr interessante Aufgabe mit einem noch interessanteren Abgang. So, Bernd wird das jetzt testen. Es können nur Wetten abgeschlossen werden, kracht es zusammen oder nicht? Wahrscheinlich. Also Bernd, deine Idee? Zweifelst du an unserer Konstruktion? Komm, das war auch voll der Wert. Jetzt voll, komm. Das ist richtig gut. So. Vorsichtig, ja. Scheiße, das ist richtig, was ich meine. Ja. Aber es hält. Ach, geil. So, ich gehe hier nicht mehr raus. Wer ist der Erfinder? Cool. Der von den Tischen. Das ist echt voll bequem. Wolle? Auf geht's, Katharina Magama. Genau. Ja, bei dir passiert genau. Ja nichts. So. Nein! Warte, Foto! Coole Idee! Ich weiß, wer die Runde zahlt. So, wie bei jedem Buschkräftertreffen hast du natürlich die verschiedensten Übernachtungsmöglichkeiten. Hier würde ich mal sagen, das war meine Plane, oder es ist eine Plane. Sogenannter Forester-Aufbau. Natürlich super, da hast du viel, viel Platz drin und wenn es regnet, stürzt dich nicht. Also keine schlechte Idee. Dann haben wir natürlich verschiedenste Zelte. Hier ist natürlich ganz praktisch, wenn man da noch ein Tab drüber spannt, dann kann man natürlich auch bei Regen da drunter sitzen. Also von dem her auch nicht schlecht. So Sven. Du schläfst in der Hängematte? Jawohl. Hier ist dein Setup. Dann gehen wir mal rein, oder? Ja, genau. Was hast du für ein Setup? Okay, das ist das Tab von Helikontex. Das ist ein 3x3 Meter Tab. Super Tab, oder? Ja, ja, sehr. Bin ich sehr zufrieden. Dann eine Hängematte von der Firma Nature Fun. Nature Fun. Als Schlafsack verwende ich den von der US Army. Welchen? Dieses Komplettset, das MSS-System. Und du bist zufrieden? Sehr gut. Das sind zwei Schlafsäcke und ein Biwaksack. Die kannst du miteinander komponieren und kannst bis zu minus 20 Grad draußen schlafen.
Cool. Ich selbst habe minus 11 getestet, keine Probleme. Mhm. Als Hängematte habe ich hier noch mit, als Isomatte habe ich die von Schweden noch mit drin, die von der Firma Jöckel. Die ist genial. So, jetzt haben wir beim Bernd, der stellt uns jetzt sein Schlafsetup vor. Erklär mir, was ist das für ein Zelt? Das ist das Eureka TCOP Army Zelt. Sehr robust, das habe ich ja schon mal in so einem Video bei mir vorgestellt. Schaut cool aus. Tipptopp, es war auch nass, aber durch ist jetzt auch wieder super trocken geworden. Obwohl es halt auch innen ein bisschen nass war, das passt jetzt wieder. Das Schöne ist bei dem Zelt, man kann von beiden Seiten reingehen. Ah cool, und du hast zwei Absiden oder wie? Ja. Boah, geil, das ist ja cool. Schaut so aus. Und was haben wir dafür? Nein, das ist sogar von Johannes Vogel. Ja, genau. Immer den vom Sepp. Da habe ich einen Tatonka-Packsack, da ist mein Rucksack drin. Den Eberlistock Terminator habe ich da eingepackt. Mhm. Gut, und das ist dann halt mein Saustalter. Hier schaut es aus. Ich sehe mit deiner Kamera hier nichts mehr. Okay, dann lass. Das ist der Defense 4 Carinthia. Defense 4, genau. Oder der nicht so warm. Doch, ich habe ihn offen gelassen. Okay. Das war schon dampfig. Da habe ich ein Kopfkissen, das ist von Decathlon, die Sinmet UL7. Ja, und das war's eigentlich. Mehr ist es nicht. Ja, aber es ist ganz cool, du passt genau eine Person rein und rechts und links kannst deine Sachen hier da. Genau, oder zwei Kinder. Die gehen. Was war das für Firma? Eureka TCOP. Okay, habe ich noch nicht gehört. Das ist Army Tent. Ich habe ein Video drauf, da stelle ich es mal genauer vor. Ah, sehr gut. Und das Tolle ist, du kannst auch das Rainfly weglassen und ein Tarp drüber spannen, dann hast du einfach nur einen Moskitoschutz. Ah, auch cool. Jawohl. So, René, was hast du für ein Schlafsetup? Ich habe das Coleman Cobra 2, ein Zweimannzelt. Ich nutze es aber als Einmannzelt. Hat einen Eingang an der Seite, wo ich meinen Rucksack theoretisch reinstellen hätte können. Und die Schlafkabine. Die Schlafkabine ist hier mit Moskitonetz. Ein kleines Fenster, durchlüftet ist. Hier drin habe ich eine Thermarest. Für zwei Mann, oder? Theoretisch für zwei Mann, ja. Echt? Genau. Theoretisch für zwei Mann ist ziemlich groß. Also wenn man mal reinschaut, genau, sieht man es auch. Also ah, okay, jetzt ja. Schon groß. Ja. Ein Thermarest. Da ist das Sinmet. Und dann das X-Speed. Du hast das Ultra Light. Schieß mich tot. UL-M. Genau. Dann habe ich drauf. UL-7. UL-7 ist es. Genau. Vom Berger. So, jetzt haben wir bei Sven, den kennt ihr ja, Sven Künkele hat auch einen eigenen YouTube-Kanal, habe ich euch schon mal erklärt. Was hast du denn für ein Schlafsetup? Ja, wie man mich kennt, halt völlig minimalistisch. Ne? Also, ja, schaut so aus. Nee, heute ist Glamping. Ich komme von 7 Tage Messe und wollte jetzt hier Glamping machen und habe dementsprechend hier 2-Zimmer-Wohnung dabei. Wobei das eigentliche Highlight ist nämlich der Hundeschlafsack. Das ist der Hundeschlafsack. Das ist geil. Das ist ja von Amazonas habt ihr jetzt auch Hundeschlafsäcke. Amazonas macht jetzt auch Hundeschlafsäcke. Das ist ja cool. Das ist ja cool. Das ist ein alter Underkill und das ist total geil. Das geht nämlich der Riemann weg. Ja, ich weiß, es ist warm. Na, und da kann man einfach einen kompletten Hund einpacken. Wasserdicht eingepackt. Genau. Jetzt kommen zu viele Leute. Vorführung. Nein. Nein. Ja. Egal, ob er will oder nicht. So, oh, ist genau. Süß. Cool. Das ist jetzt gemeint. Genau. Das ist wirklich so eine Zwei-Zimmer-Wohnung eigentlich eher. Und wo hat er uns? Dann haben wir noch Marian. Darf ich dich stören? Du bist live auf Sendung. Hey Marian. In geiles Farbe Setup. Oder schwarz-weiß. Erzähl mal ein wenig von deinem Setup hier. Ja, das ist finnische Tarp hier. Sehr. Habe ich mit zwei Ultralight Trekkingstöckern aufgebaut. Die nehme ich auch gerne her, wenn man mal keinen Stock in der Nähe hat. Dann habe ich hier die Expert Downwet unten drunter. Ja, ich habe das Setup eben so aufgebaut, dass ich hier unten keine Bodenplane benötige. Also einfach das Stückchen Tarp mit hergenommen und durchgezogen. Mhm. Ja. Dann habe ich hier so ein Reisekissen dabei. Die Aufblasbahnen habe ich jetzt nicht mehr, weil die sind mir schon zweimal kaputt gegangen und da spare ich mir jetzt das Geld und habe einfach so ein richtig schönes, das kann man gut komprimieren, Reisekissen hergenommen.
und das ist optimal. Also ich finde das sau, sau gut. Und hier habe ich meine Jacke noch drin. Benutze ich auch manchmal als Kopfkissen. Das ist optimal. Das kann ich nicht meckern. Ich bin bei 200 gewesen. Ja, auf der Autobahn. Auf der Autobahn 200. 200? Ja. Nach der 120er bin ich dann hochgelaufen. Das war schon mal 100, wenn es vorne da ist. Ja, ich glaube sogar 210 oder so. Ja, da ist man schon mal. 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 Ja, da ist man schon